Ich rufe damit Tagesordnungspunkt 40 auf, Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Wie ich es eingangs gesagt habe, wäre jetzt die Möglichkeit, den Ersetzungsantrag AfD einzubringen. Dann dasselbe für die Freien Wähler. Und dann beginnen wir in die Fraktionsrunde und die CDU wird starten. Bitte schön, AfD wird Einbringung gewünscht. Herr Lommel, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Gäste, im Rahmen der Vorbereitung der Wahlen der Beigeordneten haben die Fraktionen CDU Bündnis 90, Grüne, Linke und SPD für ihre neue Beigeordneten die Änderung der Hauptsitzung im Auge. Freie Wähler, AfD, FDP, Dissidenten sind ausgeschlossen. Vielleicht kommen die FDP später dazu. Entspricht zwar nicht dem Willen des Gesetzgebers, wird aber von der oberverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung geduldet. Aber das ist nicht mein Thema. Wenn man also hier schon vier oder drei Fraktionen ausspart, hätte man zumindest die Möglichkeit gehabt, diesen recht eher undemokratischen Akt wenigstens mit einem positiven Nebeneffekt zu verkaufen. Das übernehmen wir halt jetzt für Sie. Mit unserem Ersetzungsantrag möchten wir die Kosten der Verwaltung durch die Einsparung eines Beigeordneten reduzieren. Ja, wird ja sowieso Leute hier nicht berücksichtigt aus der Fraktion, kann man dann einsparen. Und das sieht wie folgt aus. Erstens, die Geschäftsbereiche Bildung, Jugend und Liegenschaften sollen zusammengeführt werden. Und zweitens, Stadt, Entwicklung, Bau, Mobilität, Umwelt und Kommunalwirtschaft. Die Ziffer 7, Geschäftskreis Umwelt und Kommunalwirtschaft, wird gestrichen. Dementsprechend ist hier oben schon. Die bezugsnehmenden Regelungen der Hauptsatzung sind entsprechend anzupassen. So, und entsprechend unserer Tischvorlage, ich habe gestern auch was gelernt, wollen wir natürlich nicht die Satzung in Kraft treten lassen nach Kenntnisnahme und nach Veröffentlichung, sondern zum 31.12.2022, das nehme ich aus dem gestrigen Ausschuss mit, also ich bin da lehrbar. Dieser Änderungswunsch kommt aus den verschiedenen Hinweisen aus dem gestrigen Verwaltungsausschuss zusammen. Die Gründe für die Zusammenführung liegen auf der Hand. Ein Großteil der Liegenschaftsthematik hat sich in der Vergangenheit mit Schulen beschäftigt und kann auch dort gut bearbeitet werden. Kürzere Wege, kürzere Arbeitszeiten können hieraus resultieren. Die Geschäftsbereiche Stadtentwicklung, Baumobilität und Umwelt schaffen auch eine harmonische Symbiose, da das Thema Umwelt ohnehin mittlerweile dominierend und tragend ist. Nur noch mal hinweisen, das hat die Ausschüsse ändern nichts, die Abstimmung ändert nichts an irgendwelchen Sachen. Es ändert nur etwas an den Verwaltungsaufgaben. Und da glauben wir mit diesen Vorschlägen eine Effizienz für die Landeshauptstadt Dresden zu ermöglichen. Schließlich sparen wir mit dem Verzicht eines Beigeordneten neben der Stelle eines Beigeordneten auch noch einige den ihm direkt zugeordneten Stellen, also Mitarbeiter ein, die eben den Verwaltungsapparat zusätzlich auch belasten. Wir werden dankbar sein für jedes gesparte Geld, welches wir dann für soziale Zwecke ausgeben können. Ich darf mich herzlich bedanken. Dankeschön. Als nächstes der Änderungsantrag für die Freien Wähler. Herr Genschmer, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, um was geht es hier? Es geht bei der Besetzung der Beigeordneten und der Aufteilung der Geschäftsbereiche eigentlich um Sachfragen. Wie arbeitet die Verwaltung am effektivsten, um ihre Aufgaben im Interesse der Bürger zu erledigen? Es geht dabei nicht um ideologische Vorstellungen von Parteien. Es geht aber auch nicht um persönliche Karrierepläne von wem auch immer. Was steht im Antrag von CDU, SPD, Grünen und Linken? Wirtschaftsförderung soll in Zukunft mit Ordnung und Sicherheit zusammengelegt werden, das Amt für Vergabe zum Geschäftsbereich Umwelt kommen. Sachargumente sind dafür Fehlanzeige. Unser Vorschlag für eine sinnvolle Neustrukturierung der Geschäftsbereiche ist besser. Nur noch 6 Geschäftsbereiche, was weniger Bürokratie bewirken würde. Sinnvolle Veränderungen, die sachlich zusammenhängen. Unser Vorschlag lautet Geschäftsbereich 1 Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Geschäftsbereich 2 Bildung, Jugend, Sport.
GB3, Personal, Recht, Ordnung und Sicherheit, GB4, Kultur, GB5, Gesundheit und Soziales und der Geschäftsbereich 6, Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt. Uns ist klar, dass Sie diesen Vorschlag ablehnen werden. Nicht aus sachlichen Gründen, die Sachdebatte wollen Sie gar nicht führen. CDU, SPD, Grüne und Linken betrachten die Verwaltung und die Ämter in erster Linie als Beute, die sie unter sich aufteilen. Da stören wir, deshalb grenzen sie unsere Fraktion und andere Fraktionen seit 2019 konsequent aus. Von Rot-Rot-Grün erwarten wir nichts anderes. Unsere Kritik richtet sich in erster Linie an die CDU. Für zwei Bürgermeister verkaufen sie ihre Seele an das linke Lager und schlucken seitdem brav jede noch so bittere Pille der linken Medizinmänner. Unser Vorschlag an liebe Kollegen der CDU, gehen Sie mehr spazieren, frische Luft bewirkt Wunder. So, nun steigen wir ein in die Fraktionsrunde. CDU beginnt. Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen den Antrag vor, der jetzt auch auf die Tagesordnung gekommen ist, weil er jetzt beschlossen werden muss, für eine Änderung, zwar nicht so üppige Änderung, würde ich mal sagen, der Geschäftsbereiche. Und das ist erforderlich, weil wir hier in der Tat, gerade was die Wirtschaftsförderung angeht, Akzente setzen müssen. Und dem kommt der Antrag nach. Und um jetzt schon einer Legendenbildung vorzubeugen, die in der Vergangenheit gekommen ist, dieser Antrag ist von Ende November. Wir hätten es gerne mit anderen Änderungen der Hauptsatzung und auch der Geschäftsordnung zusammenberaten. Aber der Landesgesetzgeber ist mit der Novelle der Gemeindeordnung noch nicht fertig. Und deswegen kommen wir in diesem Bereich tatsächlich in zeitliche Bedrängnis. Der gestern getagt habende Ausschuss für allgemeine Verwaltung hat nochmal die Anlage 1 in eine Form gebracht, die gerade, da bitte ich Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, die Unterlagen aufzurufen. Dort ist die stichpunktartige Verteilung in einen Satzungsentwurf gegliedert, wobei die entsprechenden Stellen gelb unterlegt sind, sodass hier keine weiteren Schritte der Verwaltung mehr notwendig sind. Also das, was wir beschließen würden, was in der ursprünglichen Anlage 1 drin steht, nochmal einer Umsetzung durch die Stadtverwaltung bedarf und dann gegebenenfalls möglicherweise sogar nochmal eine erneute Beschlussfassung hier im Rat erforderlich hätte. Wir müssen das jetzt auch tatsächlich beschließen, weil die Bürgermeister in der zweiten Jahreshälfte gewählt werden. Wir müssen Ausschreibungsfristen beachten und deswegen ist es erforderlich, dass wir das jetzt auf den Weg bringen und die Krokodilstränen, die von anderen Fraktionen hier von meinen Vorrednern vergossen werden, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wir brauchen eine handlungsfähige Stadtverwaltung und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen und dann ist es natürlich ein gewisses Schaulaufen, dass man sagt, wir sparen einen Bürgermeister ein. Wir haben die Verwaltung in den vergangenen Jahren personell sehr, sehr knapp gehalten. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das wissen Sie alle, dass das im Ergebnis nicht hingehauen hat. Wir mussten Personal einstellen, wir müssen Personal gewinnen, um all die Aufgaben, die wir haben, zu erledigen. Da mag das populistisch sein, wir sparen einen Bürgermeister ein, für eine effiziente Verwaltung und zur Bewältigung all der Aufgaben, die wir Ihnen auch geben. Da kann man sich ja dann auch noch mal streiten. Aber das, was sie bewältigen muss, ist das nicht der richtige Weg. Wir glauben, dass wir hier einen vernünftigen Weg gehen. So soll er ausgeschrieben werden. Wir stellen damit auch mit den Geschäftsbereichen die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, unserer Stadtverwaltung her. Und deswegen bitte ich hier um Zustimmung
zu dem Ausschussbericht Allgemeine Verwaltung. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grüne, Frau Filosene verzichtet. AfD, Herr Lommel nochmal. Sieht nicht so aus. Die Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Nein. SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP, Herr Zastrow. So schweigsam, Mensch, dass Ihnen mal die Worte fehlen. Ja, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass die Debatte doch noch ein bisschen interessant vielleicht wird. Denn dieser Antrag, den Sie hier vorlegen als neue Koalition hier für Dresden, ist ja wohl eine absolute Frechheit. Sie wollen hier handstreichartig einfach den Status quo sichern, das heißt Ihre eigenen Posten und Pöstchen. Um nichts anderes geht es. Sie haben es noch nicht mal sich getraut, diese Vorschläge intensiv zu diskutieren, wie es sich normalerweise gehören würde. Ganz anders, völlig in Ignoranz gegenüber der Situation unserer Stadt, greifen Sie hier einfach zu und denken, heute Abend zur späten Stunde werden Sie widerspruchslos hier einfach Ihr Ding machen können. Meine Damen und Herren, das werden wir nicht akzeptieren, das lassen wir Ihnen auch nicht durch. Und es wird Ihnen heute nicht gelingen, Ihre Schafe ins Trockene zu bringen, meine Damen und Herren. Fangen wir erstmal sachlich an. Sie verweigern sich einer, und ich glaube im tiefsten Herzen, werden Sie mir zustimmen, dringend notwendigen Diskussion über die Verwaltungsstrukturen in dieser Stadt. Sie wollen das, was 7 Jahre gelaufen ist, im Endeffekt, im ganz Wesentlichen, einfach so weitermachen. Und wir alle wissen in diesem Stadtrat, dass es genau so eben nicht weitergehen kann. Wir brauchen Veränderung. Auch Verwaltung muss mit der Zeit gehen. Und wir leben eben heute nicht mehr vor 7 Jahren, sondern wir müssen für die nächsten 7 Jahre planen. Und dieser Diskussion verweigern Sie sich. Sie haben weder die uns vorliegenden Vorschläge des Oberbürgermeisters beachtet, nicht mal diskutiert. Sie haben auch nicht unsere Vorschläge beachtet und die von den anderen Fraktionen natürlich auch nicht. Sie wollen einfach nur so weitermachen. Und das ist ein Fehler, weil wir damit die dringend nötige Verwaltungsreform zumindest in den Strukturen, in wesentlichen Strukturen und an der Spitze unserer Verwaltungseinheiten nicht hinbekommen werden. Meine Damen und Herren, wo sehe ich einen Verwaltungsreformbedarf? Natürlich zuallererst in Bereichen wie Stadtentwicklung und Bau. Es kann doch nicht sein, und wir gucken einfach zu, dass wir einen Bereich bei uns haben, der wirklich komplett überlastet ist. Wir haben jetzt 2 Sondersitzungen gehabt. Wir tagen immer 6,5 Stunden. Inzwischen ist der gesamte Fachbereich Stadtentwicklung und Bau der Flaschenhals für die gesamte Entwicklung der Stadt geworden. Und die sind fleißig. Auch wir sind nie faul in diesen Ausschüssen. Das ist nie bloß Laberei, sondern es sind einfach so unfassbar viele Projekte, die genau durch diesen Flaschenhals müssen. Sollten wir nicht den Mut haben zu diskutieren, mit so einem großen Wurf zu überlegen, ob man Stadtentwicklung und Bau vielleicht trennt von Mobilität, von Verkehr und Sondernutzung? Aus meiner Sicht wäre die Diskussion wichtig und wir sollten es auch machen, damit wir mehr effizient hinbekommen und auch die Lasten in unserer Verwaltung einfach neu verteilen, meine Damen und Herren. Ganz wichtig ist auch, ja, dass wir ein starkes Wirtschaftsressort schaffen. Wirtschaft brauchen wir. Wir brauchen in den nächsten Jahren, vor allem wenn wir aus der Corona-Krise rauskommen wollen, ein starkes Wirtschaftsressort. Aber doch bitte nicht mit Ordnung und Sicherheit. Was wir brauchen, ist ein Wirtschaftsressort pur, wo es auch um Digitalisierung geht, wo es um Flächenmanagement geht, dass wir neue Gewerbeflächen zum Beispiel heranholen, dass wir mit den anderen Gemeinden über Gewerbeflächen im Umland sprechen. Das müssen wir machen. Und wir müssen endlich diesen Tourismusbereich von seinem Stiefkind-Dasein im Kulturbereich befreien. Ich war ja letztens mal als Vertreter dort. Ja, es interessiert dort im Endeffekt keinen, mag ja auch sein. Aber der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für uns und der braucht eine andere Wertschätzung. Und genau das, meine Damen und Herren, brauchen wir durch neue Strukturen. Sie wollen das nicht machen und das finde ich sehr schade. Noch dazu, weil uns der Landesgesetzgeber durch die neue Gemeindeordnung, die er im Februar, wie wir alle schon seit langer Zeit wissen, Herr Dr. Brauns, verabschieden wird, neue Instrumente gibt. Man kann dann anders diskutieren. Das haben wir uns gewünscht. Das sind ja auch Ihre Parteien,
die auf der anderen Seite das beschließen. Die Stadt Leipzig wird das nutzen. Sie machen aber jetzt schon alles zu, alles dicht und nehmen das Neue, was dort entsteht, überhaupt nicht an. Das versteht hier niemand. Ob wir 6, 7 oder 8 Ressorts bauen, erstmal völlig egal, aber darüber zu diskutieren, was die richtige Struktur für uns ist und ob wir es so oder so machen, ich glaube, das wäre schon ganz wichtig gewesen. Meine Damen und Herren, was Sie machen ist, Sie ignorieren die Realitäten in dieser Stadt. Sie krallen sich unsere Stadt und dazu haben Sie kein Recht. Ich will vor allem die Kollegen der CDU daran erinnern, dass Grüne, SPD, Linke und Union gerade einmal 63,8% der Stimmen bei der Stadtratswahl geholt haben. Mehr nicht. Linke, Grüne und SPD haben zusammen 45,5% Kommen Sie der Stimmen geholt. Ich komme sofort zum Schluss. Was gibt Ihnen das Recht, liebe Kollegen von der CDU, 5 Stimmen bei diesem Wahlergebnis, 5 Bürgermeisterposten an Linke, Sozialdemokraten und Grüne zu geben und für die bürgerliche Politik gerade mal 2 zu beanspruchen? Das ist ein Missverhältnis. Das hat mit dem Wahlergebnis, was wir in Dresden hatten, nichts zu tun. Das wird dieser tief gespaltenen Stadt nicht gerecht. Und das ist schoflich, dass Sie das tun und Sie wissen, dass Sie es ändern könnten. Dankeschön. Als nächster Redner für die Dissidenten, Herr Lichting. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte schwarz-grün-rote Große Koalition, wir Dissidenten lehnen diesen Antrag ab. Wir sind nicht Teil Ihrer Großen Koalition, die Bürgermeisterposten unter sich aufteilt. Wir sind doch nicht angefragt worden oder irgendwie beteiligt worden. Die GroKo Dresden genügt sich selbst und hält das auch für ausreichend. Allerdings bräuchte die GroKo Dresden eine Zweidrittelmehrheit, um eine Verweigerung des Einvernehmens des Oberbürgermeisters im Stadtrat zurückweisen zu können. Diese Zweidrittelmehrheit hat sie nicht. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, vielleicht setzt die GroKo Dresden ja auf einen Wahlsieg von Frau Jänigen oder der Herren Scholbach und Pallas im OB-Wahlkampf. Wohl kaum, denn diese Zählkandidaturen dienen allein der persönlichen Machtsicherung in der jeweiligen Partei. Zweitens, die GroKo hat sich bereits mit Herrn Hilbert verständigt. Das halte ich in der Tat für möglich bis wahrscheinlich. Drittens, die GroKo einigt sich mit Herrn Zastrow, auch wenn es gerade nicht so klang, der aber gerne einen FDP-Bürgermeister haben will. Das ist den Dresdnerinnen und Dresden aber nicht zu vermitteln. Und zudem ist die FDP, was Herr Zastrow ja immer gerne vergisst, mit dem OB bereits in der Stadtregierung vertreten. Eins aber können wir ausschließen, dass wir Dissidenten Ja und Amen zu dem sagen, was uns die Große Koalition hier vorlegt. Wir Dissidenten wollen nicht wie die FDP einen eigenen Bürgermeisterposten. Wenn wir eine Einsamkeitsbürgermeisterin fordern, ist das nicht postentechnisch zu verstehen, sondern inhaltlich. Wir wollen dem Thema Einsamkeit in der Gesellschafts- und Sozialpolitik mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Unser Dissidentenmotto lautet, ich denke, Sie haben es mittlerweile gemerkt, raus aus der Mittelmäßigkeit. Daher können wir nicht Teil einer GroKo sein, die sich ohne jeden inhaltlichen Anspruch oder Linie ihre Posten zurechtschnitzt, deren einziges Ziel die Betonierung des Status quo ist. Herr Zastrow, hier Einigkeit. 2015 war die gemeinsame Wahl, Vorsicht, jetzt wird es wichtig. 2015 war die gemeinsame Wahl der Beigeordneten personeller Teil eines ausverhandelten politisch-inhaltlichen Konzepts von Rot-Grün-Ron-Orange. Heute wissen wir alle, RGR ist tot. RGR ist nicht am Kommunalwahlergebnis 2019 verstorben, in dem RGR immerhin die Hälfte der Sitze errang. Das Dahinscheiden von RGR liegt auch nicht an einem OB, der sicher nicht zum linken Lager gehört. Entscheidend ist die neue strategische Linie der dominierenden Scholbach-Kiesling-Würz-Gruppe in der Linksfraktion, die in den Grünen die Hauptgegner sieht. Entscheidend ist aber auch die Unfähigkeit der Grünen, ihre vom Wähler zugeteilte Führungsrolle politisch, personell und strategisch auszufüllen. Faktisch haben wir eine GroKo, in der das Duo Krüger-Scholbach dominiert.
Gerade weil der GroKo eine gemeinsame politische Agenda fehlt, bleibt eben nur die postenpolitische Zementierung des Status quo als kleinster gemeinsamer Nenner. Darum geht es und nichts anderes. Meine hochgeschätzten Fraktionskollegen Schulte-Wissermann und Aschenbach haben zu Beginn der Wahlperiode die größten Probleme der Stadt mit den Stichworten Klimanotstand und Nazi-Notstand beschrieben. Doch zunächst zu Herrn Stadtrat Kaden. Die GroKo möchte ein Ressort für den Wunschkandidaten der CDU zurechtschneiden. Es geht diesem Kandidaten sicher nicht um eine neue Ordnung der Wirtschaft, sondern um ein Ressort überhaupt. Das Ordnungsamt, sprich die Versammlungsbehörde insbesondere, bräuchte zwar dringend, mehr als dringend, eine neue Leitung, aber darum geht es der GroKo nicht, Stichwort Nazi-Notstand. Der OB verliert die Wirtschaft. Zum Ausgleich soll er die Verantwortung für die Stadtbezirke erhalten. Dabei geht es eigentlich um die Ausweitung der demokratischen Entscheidungs- und Mitwirkungsrechte des Volkes. Und damit sind wir bei der Bürgerbeteiligungssatzung, die der Stadtrat vor fast 3 Jahren beschlossen hat. Bis heute hat dieser Oberbürgermeister seine ihm aufgetragenen Hausaufgaben nicht erledigt. Etwa die Veröffentlichung einer Liste der Vorhaben der Stadt, die diese angehen will, sodass sich Bürgerinnen und Bürger auch rechtzeitig beteiligen können. Es geht um die Einrichtung einer Unterstützungsstelle in der Stadtverwaltung, Fehlanzeige. Aber selbst so banale Dinge wie die Veröffentlichung von Mustern für Unterschriftenlisten, von Unterschriftenlisten hat dieser OB nicht hingekriegt. Reiter heißt jetzt Wix, oder? Der Geschäftsbereich 7 heißt jetzt auch Klima. Weil CDU und OB keine Klimaschutzpolitik wollen, wird die Titelkosmetik am Klimanotstand nichts ändern. Die Amtsinhaberin hat seit 2015 keine Reduktion der Treibhausgasemissionen erreicht. Kein Wunder, ihr fehlt die Kompetenz. Weil die entscheidenden Stellschrauben im Verkehrs- und im Wohnbereich und vor allem bei der Sachsenenergie liegen. Den Machtkampf mit dem Duo Hilbert und Lames um die Steuerung der städtischen Unternehmen hat sie verloren. Und die haben eben kein Interesse an der vom Stadtrat beschlossenen Ausrichtung der Sachsenenergie auf Klimaneutralität 2034. Auch hier übrigens große Einigkeit im Duo Krüger-Scheubach. Fazit für uns Dissidenten, für uns kein attraktives Paket. Wir Dissidenten wünschen gute Reise. Vielen Dank. Wird Freie Wähler das Wort nochmal gewünscht? Nein. So, dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen, Frau Filiusine? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich auch ganz kurz. Ich will hier nur mal mit ein paar Mythen aufräumen und mit ein wenig Pharisäertum auf allen möglichen Seiten. Ich habe mir das mal der Reihe nach aufgeschrieben. Herr Zastrow, es stimmt nicht, dass mit dem Oberbürgermeister nicht gesprochen und seine Vorschläge nicht aufgegriffen wurden. Genau dieses Stadtbezirksbeiräte an den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters angedockt, fanden wir eine gute Idee, was jetzt Herr Lichti kritisiert. Das Zweite ist nochmal, Herr Zastrow, ich habe es Ihnen schon oft gesagt, was ich wirklich nicht leiden kann, wer nicht bibelfest ist, was sind Pharisäer? Pharisäer sind Heuchler, die vorgeben, etwas anderes zu sein, als sie sind und sich vor allem erhöhen über die anderen. Ich bin seit 2004 in diesem Rat. 2004 gab es ganz knappe Mehrheiten für die konservative Seite und auch nur, weil damals diese Bürgerfraktion irgendwie so ein bisschen das Zünglein an der Waage war. Und da ist, wenn Sie so schön rechnen, wie viel Prozent wer hat, also ich sage mal etwas mehr als 50% hatte die konservative Seite und hat die ganze Wahlperiode über alle Bürgermeister unter sich aufgemacht. Das Zweite ist, nach dem Woba-Verkauf, den ich jetzt hier gar nicht mehr diskutieren will, ist selbstverständlich aufgeteilt worden und zum Teil gab es Deals beim Woba-Verkauf. Also dass Herr Dr. Lunau damals Kulturbürgermeister wurde, war ein Ergebnis des Woba-Verkaufs. Also so zu tun, als hätte hier nie irgendwelche Verabredungen stattgefunden. Und dann möchte ich nur sagen, dass
Die einen, die jetzt schimpfen, einen Bürgermeister mehr wollen, die anderen wollen einen Bürgermeister weniger. Wir haben uns sehr genau überlegt, wie die Struktur ist, und die wurde auch in allen möglichen Zusammenhängen diskutiert. Mein Fazit ist jedenfalls, dass wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Geschäftsbereichen und jetzt mit den Anpassungen, die wir vornehmen, glaube ich, wirklich die Stadt zukunftsfest machen. Herr Dr. Brauns hat es schon gesagt, das sind alles sinnvolle Ergänzungen und Anpassungen an die jetzt notwendigen Aufgaben. Und ich möchte mal ein bisschen die Aufregung runterkochen, weil, und letzter Satz, lieber Johannes Lichti, also ich meine, früher habe ich dir immer angeblich zu wenig ausgehandelt für die Grünen. Jetzt bist du, wie du letztens auf Twitter geschrieben hast, du wärst der Ausgestoßene. Ich würde mal sagen, du hast dich selber ausgestoßen. Und jetzt habe ich offensichtlich für eine nicht-grüne Fraktion zu wenig Platz gelassen. Also bitte erinnere ich da auch mal an deine früheren Aussagen und daran, dass du ja auch mal eigentlich diese Vereinbarungen mit unterzeichnet hast, als du noch nicht zu den Ausgestoßenen zähltest. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht oder gibt es Notwendigkeiten von Schlussworten? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir, Herr Lazinski. Ja, da diese Vorlage uns ja dann doch relativ, oder dieser Antrag relativ kurzfristig erreicht hat, würde ich gerne noch mal eine 5-minütige Auszeit bitten, um das Abstimmungsverhalten meiner Fraktion noch mal abklären zu können. Danke. Also üblicherweise habe ich diese Wünsche immer nachgegeben, also kurze Auszeit und dann gehen wir in die Abstimmung.
So, meine Damen und Herren, können wir fortsetzen? Herr Meister, also bevor wir dann zur Abstimmung kommen, mache ich schon mal den Weckruf, dass es losgeht. Und da Fragen gibt es nach Wortmeldung, das sehe ich nicht, dann kommen wir und steigen ein in die Abstimmung. Zunächst als den weitestgehenden, als Ersetzungsantrag würde ich den der AfD abstimmen, als darauf folgenden, wenn der keine Mehrheit hat, dann den Änderungsantrag der Freien Wähler. Und danach kommen wir zur Schlussabstimmung, ob geändert oder nicht geändert, der federführende Ausschussbericht. Soweit zum Verfahren. Ich stelle den Ersetzungsantrag der AfD mit. Ich will noch mal darauf hinweisen, wie vom Einreicher Herr Lommel gesagt, anderen Inkrafttretensdatums als hier ausgeführt, so wie vorgetragen. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit, hat das nicht stattgegeben bekommen. Zu dem Änderungsantrag der Freien Wähler. Wer diesen folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Auch das ist die große Mehrheit, hat damit auch keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen damit zum unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Dreiundvierzig Ja-Stimmen bei 25 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung. Das heißt, 68, die mitgestimmt haben, das ist relativ entscheidend. Wichtig ist, hat damit eine Mehrheit bekommen, laut § 55 Absatz 3 Sechser. Satz 2 Sechser Gemeindeordnung sind die Geschäftskreise der Beigeordneten, werden vom Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat festgelegt. Insoweit ist es wichtig, ob zu dem Punkt der Oberbürgermeister zu den Geschäftskreisfestlegungen sein Einvernehmen gibt. Und das Einvernehmen gibt er nicht. So, dann Herr Nietzsche. Ganz kurz zu meinem Abstimmungsverhalten. Meine Damen und Herren, für mich stand hier die Wahl zwischen der einen Alternative viele Bürgermeister bzw. eigentlich viele Häuptlinge und möglichst alle Häuptlinge von den eigenen Stämmen oder Besetzung der Posten mit Fachleuten als Fachbürgermeister. Und genau so haben wir dann auch abgestimmt. Wir werden, vielen Dank für Ihr Nicht-Einverständnis, wir werden es weiter aufmerksam verfolgen. Und wir werden weiter aufmerksam verfolgen, ob die Bürgermeister, die dieses Jahr besetzt werden sollen, mit Fachleuten besetzt werden oder mit Personal der jeweiligen Parteien. Vielen Dank. Gut,